Tollen Transfer wünschen. Wir würden Max Kruse holen und Max Kruse braucht uns gar nicht so trainieren. Der trainiert nur, wenn er Bock hat. Und das ist der Deal und dann spielt er bei uns. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Und da wird Max Kruse kommen. Und der wird dann sagen wir mal, sagen, Nico Kovac, fuck you, ich habe keinen Bock mehr, Wolfsburg, ich habe genug Kohle gemacht. Ich gehe zu St. Pauli, bin den ganzen Tag in der Shisha-Bar und abends gehe ich mal. Der wird das so machen, ja, ich bin ja auf Abruf in Katar noch mit dabei und ich gehe mal davon aus, dass ich in Katar spielen werde. Ja. Und ich halte mich jetzt in der zweiten Liga fit so lange. Ja. Und das so ein Spieler wie Kruse, das wäre top. Erfahrung plus Loco, verrückt. Das, und vor allen Dingen auch ein bisschen Provokation für unsere gesittete Fanschaft, finde ich gut. Ja, und auch den Gegner, ne? Also die kriegen doch, also die fangen doch schon an, in ihre Windeln zu pupsen, wenn er irgendwie auf dem Platz auftaucht. Ja. Ach ja, da hätte ich auch Bock also drauf. Also wieder, ich finde... Max Kruse. Und, aber das ist unser Überraschungstransfer. Ja, kann ja sein sogar, dass er wirklich sagt, wisst ihr was, ich habe da keinen Bock mehr, das ist mir zu stressig, die Bundesliga. Der muss ja da performen. Und ehrlich gesagt, Nico Kovac hat ja gesagt, ja, Kruse bleibt jetzt bei uns, erzählt auf ihn. Aber ehrlich gesagt, so wie Kruse hat ja keinen Bock, sich da irgendwie da disziplinieren zu lassen. Das finde ich gar nicht so abwegig. Aber die Frage ist natürlich, ob jetzt Bornemann und Schulle Bock haben auf Kruse. Ja, so eine finanzielle Frage. Nein, wir sind ja in derselben Chatgruppe, ne? Also zumindest Schulle und Kruse sind in derselben WhatsApp-Chatgruppe. Genau. Wahrscheinlich sagt Kruse, ja, aber nur, wenn Bartels auch kommt. Podcast. Lampauli Pop.